Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute den Ship Graveyard Simulator 2 an, den Nachfolger vom Ship Graveyard Simulator. Ich spiele das Ganze vor Release und ich habe das Spiel kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt gekriegt. Und daher kann sich bis zum Release noch ein bisschen was ändern. Also wenn es dann ein bisschen anders ist als zu dem Zeitpunkt, wo ihr das kauft, dann liegt es vielleicht daran, dass ich da eine Vorabversion habe. Ja, um was geht's denn da? Ja, es ist eigentlich schon, wie der Name sagt, wir müssen hier Schiffe zerlegen, bis nichts mehr da ist von dem Schiff. Wir verkaufen die Teile, sammeln Ressourcen, tun unser Werkzeug damit upgraden, damit wir dann schneller die Schiffe zerlegen können. Das ist ein Land Fernost. Eins vorweg, es ist jetzt kein super, super, super realistisches Simulator. Es hat schon seine Trash-Vibes und es fängt schon bei der Übersetzung mit an. Aber Spiele wie die haben ihre Fanbase und daher schauen wir uns das mal ganz objektiv an, denn es kann schon Spaß machen, wenn man solche Art von Simulatoren haben möchte, beziehungsweise gerne spielt. Das gleiche auch mit den diversen Mechanik-Simulatoren etc. Ja, ich habe das Tutorial schon mal durch, deswegen würde ich sagen, werden wir das mal skippen und ich erkläre euch, wie es ungefähr geht. Wer den Ship Graveyard Simulator kostenlos ausprobieren will, es gibt einen Prolog, der ist auf Steam verfügbar. Link dazu werde ich in der Videobeschreibung reinposten, dann könnt ihr den auch so mal ausprobieren. Und bei mir seht ihr jetzt, was euch in der vollen Version erwartet. Wir sagen jetzt hier ein neues Spiel und los geht's. Und dann geht's gerade los mit dem grandiosen Intro. Ja, und das war auch schon das Intro. Wir sagen nein. Corporations, you own Scrapyard. Ja. Das ist unsere Bude da mit unserem Computer, wo wir die ganzen Aufträge annehmen können. Wahnsinnig viel können wir hier gar nicht tun. Das da draußen hier ist der Platz, wo die Schiffe dann kommen, die wir dann zerlegen sollen. Da hinten hat es dann diverse Shops. Einerseits Recyclingstationen, zeige ich euch dann später. Hier können wir Upgrade-Pläne kaufen, hier können wir Teile verkaufen und da hinten die Werkzeuge effektiv upgraden. Soweit sind wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das erste, was wir hier machen müssen, ist uns erstmal so einen Shipwreck kaufen. Wir gehen mal hier auf E-Use. Erste Schritte, das wäre tatsächlich das Tutorial-Ding. Zu jedem Schiff gibt es auch, wie es hier so schön heißt, Kontrakte. Das sind eigentlich Aufgaben, die wir erledigen sollen. Zum Beispiel niedrig legierter Stahl, so mal 100 Kilo abbauen und dann verkaufen. Und dann sehen wir zum Beispiel bei den Schiffen, was gibt es da so für Ressourcen drin. Metalle, Nichtmetalle, Flüssigkeiten, Ausstattung etc. Potenzielle Ressourcenwerte, $55. Man kriegt hier wirklich wenig für das, was man abbaut. Und ja, das sind die unterschiedlichen Schiffe. Man fängt hier mit so Schiffsteilen an, keinem ganzen Schiff. Erst wenn man hier weiter runter geht, ich meine, das ist schon ziemlich groß. Erst zum Schluss, ja, geht, das ist auch schon halbwegs groß. Hier haben wir dann ein komplettes Schiff, die Armano Adriani. Da ist dann ein bisschen was los. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, aber das ist momentan das Größte. Und bis man hier bei $2000 ist, ja, ich glaube, da dauert es noch ein bisschen. Wir fangen erstmal mit dem, ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Anfängerschiff an, wobei, nee, wir haben $75, wir machen Green Rex, Kontrakte, wir brauchen 10 Kilo Lappen, wir sollen einen Feuerlöscher rausholen und einen Erste-Hilfe-Kasten. Und ich lese euch meinen Text vor. Hallo Mensch, ich bereite mich auf eine Reise durch das Land vor und mir fehlen ein paar Sachen, die ich hoffentlich auf der Route nicht gebrauchen werde. Aber Vorsicht ist besser als Reue. Ja, könntest du mir helfen? Ja, mach mal. So, wir kaufen das für $20. Muss ich das Schiff wirklich kaufen?
Durch den Kauf eines neuen Schiffes werden die Materialien auf dem LKW und im Lager auf Null zurückgesetzt. Sortiere, falls du es noch nicht gemacht hast. Ja, das werden wir gleich sehen. Jetzt kommt die Schiffslieferung. Und jetzt schauen wir eben, dass wir hier unseren Auftrag hier fertig kriegen. So, wir haben es jetzt auch links oben. Wir brauchen Lampen, Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Kasten. Und alles andere ist dann für uns. Das ist unser Fahrzeug. Haben wir ja auch im Intro schon gesehen. Ich mache mir das Radio an. Ich mache es vielleicht wieder aus. Und den Truck werden wir jetzt mal irgendwo strategisch hier platzieren. Denn da werden wir alles einladen, was wir hier abbauen. Wir haben unterschiedliche Werkzeuge. Wir haben einerseits den Hammer, um Verbindungen kaputt zu machen. Dann hier Schleife zum Sachen durchschneiden. Dann haben wir hier noch die... Jetzt ist mir der Name verfallen. Ein Gasbrenner, um diverse Sachen durchzuschneiden. Dann haben wir hier noch das Walkie-Talkie. Es gibt Teile, die sind zu groß für uns, wie zum Beispiel da die Seitenteile. Wenn wir die komplett getrennt haben, dann können wir den Kran beauftragen und der bringt sie dann zur Recyclingstation. Mit Nummer 6 haben wir hier ein Seil und da steht es auch schon. Da können wir uns dann auf höhere Etagen dann hochziehen. Und Nummer 7 ist Sprengstoff. Es gibt Türen, die kriegen wir nicht auf. Die müssen wir dann, ja, sprengen, damit sie aufgehen. Alles klar, also wir schauen mal. Feuerlöscher brauchen wir mal. Nehmen wir gerade einmal mit. Einmal zertrümmern hier. Also man kann nicht alles sofort zertrümmern, aber so lose Sachen, das geht immer. Wir werden erstmal Sachen hier einsammeln, was alles so lose hier rumliegt. Und das, was hier so leuchtet, das sind Verbindungsstücke, die wir damit einen Hammer kaputt machen. Ja, jetzt kommt gerade ein Walkie-Talkie. Das war gerade das, was ich eben erzählt habe. Mit Rechtsklick fallen wir das zum LKW rein. Sehr praktisches Feature, dass wir da nicht immer hinlaufen müssen. So, und irgendwo müsste doch ein erster Hilfekasten sein. Oh ja, Waschmaschine. Haben wir immer gebraucht, ne? So. Da ist der erste Hilfekasten. Sehr geil. So, sonst irgendwas am Boden. Oh ja, das nehmen wir alles mit. Wäre dann natürlich schon irgendwie cool, wenn wir halt gerade mit einem kleinen, kompletten Schiff anfangen könnten. Wenn wir dann wirklich alles haben. Aber besser als nichts. Ich meine... Kostet auch fast nichts. Södele, wir brauchen mehr Lappen. Taschenlampe wäre doch nicht schlecht. So. Kleiner Tipp, die Lampen würde ich eigentlich zum Schluss machen, vor allem in den Räumen. Sonst sieht man ein bisschen wenig. So, alles mit dem hier. Und es geht auch, dass man hier Sachen einstürzen lässt, wenn man von unten beginnt. So, dann, wir werden jetzt mal diesen Motor hier entfernen. Nehmen wir mal den hier. Draufhalten, bis es kaputt ist. Später mit den Upgrades geht das noch schneller. So, haben wir da noch mehr? Ja. Yeah. Okay. Oh, das ist tatsächlich mal was für ein Kran. Ah, okay. Er kann die Ladung nicht erreichen, wenn wir da logischerweise erstmal Sachen entfernen müssen. Warte mal, schauen. Die Platte und das Teil da. Dann machen wir das doch mal, weil den Kran habe ich selber... Oh, shit. Ich glaube, das... Könnte interessant werden, das auseinanderzunehmen. Na toll, jetzt wird's dunkel. Wie kommen wir da rauf? Wir nehmen mal das Seil. Kein Ziel für Seil. Warum nicht? Ja, das mit dem Seil funktioniert super. Warte mal, vielleicht von... Na komm.
Ja, also ich komme mit dem Seil irgendwie nicht zurecht. Vielleicht hier drauf? Ne. Ja. Ah, jetzt. Ja, oh Mann. Moment mal, kann ich hier auf das Teil draufsteigen? Okay, jetzt noch ein bisschen. Okay, ja, gut. Fangen wir mal hier an. LKW. Kommst du? Hallo? LKW? Eins. Ja, gut, liegt es da unten. Ja, ich glaube, das ist doch nicht so die geilste Idee, jetzt hier den Motor zuerst rauszubringen. Also, man verbringt hier eine sehr lange Zeit, bis das Schiff hier komplett empty ist. Also, man muss es nicht komplett zerstören, aber man kann. Ja, toll. Jetzt ist es da oben. Nein, ist es runter? Okay. Tun wir mal einsammeln. Gott sei Dank verschwindet das nicht einfach. Oh, einladen hier. Aber es gibt ja nicht, dass wir hier... Ach, mit V. Gott sei Dank. So, dieses Geländer. Einmal darauf, bitte. Oh, komm jetzt. Ah, oh, das ist nicht die geilste Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt sind wir hier drauf. Alles klar. Dann machen wir das mal hier mit dem Hammer kaputt. Ich glaube, das wäre das perfekte Spiel, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Sachen kaputt zu machen. So, wir nehmen das da hinten auch noch mit. Sehr gut. So, und je mehr wir da Zusammenhänge das auf einmal lösen, umso besser, weil wenn wir es dann später zerstören, dann geht dann alles Zusammenhängende zeitgleich kaputt. Okay, einmal dich hier, um das Geländer hier wegzunehmen. Auf einmal in der Mitte. Perfekt. Na komm. Okay, das war's. Dann werden wir jetzt zertrümmern mit uns drauf. Dann müsste eigentlich das Ganze hier jetzt runterfallen. Nee, tut's nicht, weil wir drunter noch eine Verstrebung haben. War irgendwie klar. Das wiegt zu viel. Einmal darüber, dankeschön. Ja, so geht's jetzt weiter. Jetzt müssen wir da die Zwischenverbindungen lösen. Den nächsten Boden. Und für die Dinger da. Oh ne, wir können schon zertrümmern. Ich dachte schon, wir müssten eventuell auf der anderen Seite mit der Lampe arbeiten. Ja, ich brauche hier dringend Upgrades. Das geht zu lange. Okay, kaputt machen. Nice. Und dann haben wir die Teile auch noch gleich mit runter. Und dann wäre schon mal ein Hindernis weg. Diesen Motor.
Yes! Und dann fallen auch die zusammenhängenden Sachen mit runter. Also ein bisschen Arbeit kann man sich sparen. So, alles mit hier. Ah, wieder zu viel. So, rüber damit. Also Daumen nach oben für die Werfaktion. So, ich glaube, das war's. Das erste. Jo. Prüfen wir das nochmal mit dem Kran. Wärst du da jetzt happy? Ja, abgefasst, na, da die Seitenwand muss weg. Und das da oben. Ist sonst noch irgendwas? Nein, das ist ein zusammenhängendes Teil. Schauen wir das nochmal von hier an. Okay. Liebe Leute, nachdem das ein bisschen zeitintensiv ist mit der Demontage, würde ich sagen, gibt es für euch einen Zeitraffer. Ich mache das hier frei und mache vielleicht noch ein bisschen mehr frei. Und wenn der Kran dann soweit ist, dass wir den hochziehen können, sehen wir uns da wieder. Also, Zeitraffer, los! We'll be right back.
So, dann eine halbe Stunde später und der ganze Spaß ist vorbei. Ihr habt es gesehen, ich habe doch ein bisschen was demoliert hier. Aber es hat zumindest ohne Upgrades sehr lange gedauert. Was ich dazu sagen muss, ist, die Physik ist halt nicht super realistisch. Also gerade bei dem Panel da, wenn zum Beispiel eine Verbindung noch da ist, dann schwebt es halt noch rum. Also man muss halt wirklich alles zerstören, sonst wird das halt einfach nichts. Ja, aber wir sollten jetzt hier diesen Motor endlich wegkriegen. Also rufen wir mal den Kran. Das Ganze ist jetzt auch grün. Und da ist er aktiviert und kommt runter. Aber nicht in seiner höchsten Geschwindigkeit. Aber Hauptsache, er zieht es jetzt endlich raus. Stunden später. Ne? Kommt er auch mit dem Ding runter? Jo, es kommt runter. Das ist überhaupt kein großer Haken. Das ist bestimmt auch in echt so. Und der bringt es jetzt zum Recyclinghof. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt dann auch mal hin. Und werden wir unsere Sachen recyceln bzw. sortieren. Also, ab ins Auto. Bzw. die Kiste nehmen wir hier noch mit. Rein da in den LKW. Nice. Und... jo, der ladet es ab. Also, los geht's. Perfekt. Oh cool, da stehen wir auch noch in die Statistiken, was wir jetzt davon bekommen haben. 1A Fahrphysik. Oh, dieses blöde Tutorial. Ich hab doch echt gesagt, ich brauche das nicht. So, rein hier. Und ja, wir machen jetzt nur den Überschuss hier. Das für die Mission nochmal behalten. Das ist eigentlich noch ganz gut. Und machen das zumindest, damit wir das im Lager drin haben. Also, einmal Überschuss. Perfekt. Und jetzt kommt hier so ein Minispiel. Jetzt müssen wir das halt nach Farben hier sortieren. Ist recht einfach. Einfach mit A und E das hier wechseln. Und dann kriegen wir für das Ganze noch ein bisschen Geld. Viel ist es nicht, aber eben ein bisschen was. Oh, also mit dem Roten haben wir doch einiges. Nice! Ja. $5 extra. Noch ein bisschen was rein. Passt. Südle. Wir werden jetzt mit unserem Geld mal ein paar Blueprints kaufen bei dem Typen da rechts, damit wir unsere Sachen hier mal upgraden können. $60 haben wir. Und ich würde mal sagen, die zwei Haupt... oh, das ist doch Joel. Die zwei Hauptsachen erstmal. Das wäre einerseits der Hammer auf Stufe 2. 105%. Ja, ist auch gar nicht mehr so teuer. Einmal 4 und die Säge machen wir dann auch noch gleich mit. Einmal 4 Dollar. Und dann geht's gerade weiter zum Schmied. Der ist rechts hier nebenan. Und für die Upgrades brauchen wir auch hier einerseits wieder Geld. Oh, Mann. Und natürlich ein paar von den Ressourcen, die wir jetzt hier gesammelt haben. Kostet jetzt hier nochmal 1 Dollar. Yes. Und einmal hier noch upgraden. Und weil wir jetzt eh so viel haben, würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Stufe 3. Müsste auch vom Geld her gehen. Also einmal nochmal kurz retour. Hello. Dann einmal 20 auf 110. Das machen wir. Einmal kaufen. Das gleiche bei der Säge. Und dann haben wir kaum Geld mehr, nur noch 10. Ich hoffe, wir können das jetzt hinten noch kaufen. Ich hab jetzt nicht hingeschaut. Shubhrabhat, my friend. Yo, das geht sich aus. Nice. So, und jetzt können wir das ganze Rest, was wir hier vom Material im Lager haben, hier bei dem Typ mit dem Dollarzeichen verkaufen. Alles zu verkaufen macht nicht sehr viel Sinn, aber für den Angezockt machen wir... ah, Mann. Fürs Angezockt machen wir das jetzt erstmal. Damit ihr mal seht, was man da so an Geld kriegt und wie lange man dann braucht, dass man Geld kriegt. Also... $57 für die ganze Menge hier. Und das ist schon einiges. So, jetzt gucken wir mal, wie schnell es geht mit den zwei Upgrades. Und ich hoffe, es geht um einiges schneller. Gott sei Dank, es laufen ziemlich schnell. Das geht echt flott. So. Also, raus mit dem Hammer. Oh ja. Das geht sehr viel schneller. Okay. Mit den höheren Upgrades dann sollte es richtig flott gehen, wenn wir da mit einem großen Schiff arbeiten. Ja, das kann was.
So, Dre. Wie schaut's aus mit der Säge? Wir brauchen jetzt nur irgendwas, wo wir die Säge nutzen können. Machen wir vielleicht hier noch das Panel weg. Ja, weg damit. So. Oh, einmal die Säge. Ja, es geht schneller, aber kann gern schneller sein. Also ich glaube, da würde ich als nächstes das Upgrade nochmal mehr investieren. Aber das ist schon mal ein sehr großer Unterschied zu vorher. Ah, Gott sei Dank können wir Remote sägen. Ich glaube, wenn ich das jetzt wirklich ernsthaft machen will, dann würde ich auch das mit dem Abreißen ein bisschen strategisch sinnvoller machen. Also von oben nach unten und nicht so, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Aber es macht schon Spaß, wenn man dann sieht, dass dann alles zusammenfällt, wenn man halt überall die Verbindungen getrennt hat. Und dann abtransportieren. Aber ich bin überrascht, wie wenig Geld man hier eigentlich kriegt. So, eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Bei den Schiffswracks gibt es ganz spezielle Türen, die man so einfach nicht aufkriegt. So eine Tür ist die da unten hier. Die da. Die kriegt man nur mit Sprengstoff auf. Und so einen Sprengstoff werden wir jetzt erstmal kaufen. Den kriegen wir hinten bei der Werkstatt bzw. Schmied. Kostet natürlich Geld. Gehen wir mal auf Supersprinter hin. Wunderbar. So, bitte einmal Sprengstoff. Ein Stück. 15 Geld. Ist ein teurer Spaß. Und wieder zurück. Und dann werden wir hier mal die Tür hochjagen. Und werden uns mal anschauen, ob das eine größere Explosion wird oder nicht. Beziehungsweise erste Challenge. Erstmal da oben wieder raufkommen. So irgendwie mit dem geilen Seil. Ich hoffe, das wird echt nochmal überarbeitet. Ach, Mann. Komm, lass mich da jetzt rauf. Also ich... Ja gut, wenigstens... Zwischenstep. Wir müssen eigentlich so jetzt mal hochkommen. So. Einmal da rauf. Aufs Gelände. Komm. Nice. Yes. So, da. Also. Einmal Sprengstoff platzieren. Linke Maustaste platzieren. Rechte Maustaste hochjagen. Ja, gut, das ging mal hin. Also einmal ran an die Tür und dann jagen wir das Teil in die Luft. Nice. Vielleicht ein bisschen Abstand. Ich weiß nicht, wie schlimm das wird. Ja, also da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Wumms erwartet. Vielleicht, dass noch ein bisschen mehr kaputt geht. Ja, abgefahren.
Und der Clown will natürlich mein Zeugs auch wieder nicht hier mitnehmen. Der will wieder hier die Wand weg haben. Ah, das könnte doch so locker hier einfach mal hochziehen. So, weg mit dem ganzen Müll da. So. Ah, immer noch nicht. Ah, der Rahmen. Ja gut, dann machen wir den Rahmen hier nochmal weg. Das ist jetzt wenigstens mal neu. So, andere Seite. So, weg damit. Nice. Ah, und es ist halt nach wie vor rot. Okay, das ist ein bisschen nervig, beziehungsweise nicht so ganz so nachvollziehbar. Also die Wand da oben soll eigentlich auch noch weg. Tue ich das jetzt hier noch? Ein kleiner Schnitt später und ich kann das Teil jetzt endlich entfernen. Wattenakt. Aber ja, es hat schon seinen Reiz, das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, die Langzeitmotivation vom Spiel ist fraglich. Ich meine, wir wissen, was wir jetzt an Schiffen haben. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Die grundsätzliche Arbeit ist halt stark wiederholend. Klar, mit den Upgrades geht es dann ein bisschen schneller. Ab und zu hat man dann auch noch Gefahren mit Elektrik etc. Aber ich glaube, irgendwann hat man es dann mal gesehen. Also gerade mit der ganzen Hammerei und der Wegflexerei. Die meisten Elemente schauen halt alle gleich aus. Aber ja, das ist halt so eine Kategorie von Simulator, sage ich jetzt mal, die man halt mag oder die man halt nicht mag. Ich für mich, ich hätte mal ein bisschen mehr, ja, ich würde jetzt sagen, ja doch vielleicht ein bisschen Realismus, aber und vor allem ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht und vor allem ein bisschen ein besseres Finish. Das fängt auch dann schon bei der Übersetzung drauf an, weil das ist mehr so ein Denglisch das Ganze. Aber ja, für zwischendrin mal so ein bisschen zum Abreagieren, mal Sachen kaputt machen und dann ein bisschen Wirtschaftsfaktor damit dazu haben, ist, glaube ich, gar nicht so falsch. Aber dazu gern eure Meinung. Was hält ihr vom Spiel? Werdet ihr es vielleicht selber mal ausprobieren? Oder wo sagt ihr, ja, das bräuchte es eigentlich im Spiel und dann hole ich mir das. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Bis dahin würde ich sagen, wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Abriss. Das war's mit dem Angezockt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.